Eichstätten erst einmal. Das ist am Kaiserstuhl, so ein kleiner Ort in der Nähe von Freiburg, liegt ganz schön im Breisgau in der Weingegend und der Boden ist am Kaiserstuhl sehr, sehr fruchtbar, weil das früher ein Vulkan war und deshalb ist da viel Landwirtschaft und da werden wir uns jetzt die Regionalwert AG angucken, die sich mit regionalem Landbau beschäftigt. Jetzt erstmal 40 Kilometer und dann Mittagspause und dann nochmal 20, glaube ich, ungefähr. Hier, die Waldgruppe ist hier. Also ich bin im Herbst vor ein paar Jahren mit einer Freundin hier am Kaiserstuhl wandern gewesen und dann sind wir auch an einem Tag hier nach Eichstätten runtergekommen und dann haben wir diesen Tomatengarten gesehen, der da jetzt rechts ist, mit seinen unglaublich vielen Sorten Tomaten, groß und klein und gelb und orange und rot und länglich, und das fanden wir so super und dann haben wir uns aber nicht getraut, welche zu klauen, obwohl wir total Hunger und total Lust drauf hatten. Und dann haben wir unten in Eichstätten jemanden kennengelernt, hier von der Regionalwert AG, der dann sich ganz spontan bereit erklärt hat, uns eine Tomatenführung zu geben. Er hat uns dann nochmal hier hochgefahren und dann sind wir anderthalb Stunden durch den Tomatengarten und durften alle Tomaten probieren in den verschiedenen Varianten und Formen. Und das war echt ein eindrückliches Erlebnis. Vielen Dank für den Besuch und das Interesse an Regionalwert AG. Wir sind jetzt hier im Samengarten. Wir waren der Überzeugung, sind es immer noch, dass der Schutz genetischer Ressourcen im Grunde eine lokale Aufgabe ist. Mein Name ist Christian Hiss, bin gelernter Gärtnermeister und bin jetzt Vorstand der Regionalwert AG, Bürgeraktiengesellschaft in der Region Freiburg, und baue seit knapp 5 Jahren dieses Unternehmen auf. Das Unternehmen hat den Zweck, Kapital in der Region zu sammeln, vorzugsweise bei Bürgern, und das Kapital in ökologische Ernährungswirtschaft, Regionalwirtschaft zu investieren. Also ich glaube, das Urteil über die über ein Geschäftsergebnis, gut oder schlecht, muss man zukünftig viel umfassender fällen, weil alleine das finanzielle Geschäftsergebnis nur eine eingeschränkte Aussage über das Unternehmersein, über das Unternehmertum abbildet. Reisende zueinander geflohen, in einem irrenden Zug sind wir. Lass uns einander nur nicht verlieren, bitte bleib bei mir. So ungefähr habe ich das verstanden, dass man Aktien anlegen kann, so dass junge Leute, die gerne einen Agrarbetrieb aufmachen möchten und jetzt keinen Bauernhof von ihren Eltern geerbt haben, zum Beispiel, das Kapital bekommen, mit dem sie dann auch einen Kredit beantragen können, um einen Hof zu kaufen, was sonst in diesem Sektor sehr schwierig ist. Jetzt sind wir gerade in Freiburg, und zwar im Vauban, in diesem Stadtviertel, was so als das Ökoviertel bekannt geworden ist, in der Hippie-Siedlung, sagt man manchmal auch, in der Susi. Es ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt nach Hause gehe mit der Vorstellung, ich werde dies und jenes machen. Aber ganz oft ist es mir bisher schon so gegangen, dass ich Dinge mal irgendwie gehört hatte, mich damit beschäftigt hatte, und dann sind sie an irgendeinem anderen Zeitpunkt einfach wieder aufgetaucht. Und ich denke, dass diese Tour auch so jetzt nachwirken wird.